Wir sind natürlich hier ein Spital an der Drau. Nicht gerade, sagen wir jetzt, der Punkt in Österreich, wo sich derartig viel tut, aber eine ganz schöne kleine Stadt. Und wir müssen natürlich da von außen etwas hereinholen, um sozusagen dieses kulturelle Niveau, das wir als Umfeld brauchen, irgendwie ja, nahe herzubringen. Natürlich gehen wir auch hinaus, Exkursionen und andere Zusammenarbeit, aber dieses Hereinholen ist irgendwie ganz wichtig für uns. Alvaro Siza ist irgendwie fast ein fixer Punkt, eigentlich in einer Architekturausbildung. Also man kommt nicht umhin, sich mit ihm zu beschäftigen. Ich selber habe zum Beispiel seine Bauten und Projekte immer im ersten Semester bei den Anfängern eigentlich benutzt, um anhand seiner Vielfältigkeit der Linie, der Zeichnung, eigentlich die ganze Möglichkeit, die in der Architektur liegt, auszubreiten. Ich glaube, dass er eine unheimliche räumliche Vorstellungskraft selber hat und er lässt sich sozusagen auf das ein und arbeitet eigentlich sehr stark aus dem Kopf und aus dem Gefühl heraus mit Skizzen, mit Zeichnungen, wo er das eigentlich erahnt und vorausspürt. Ja. Ist also eine ganz besondere Gabe, die jemand haben kann und jemand, der eben gerade noch diese Skizze irgendwie pflegt, was immer mehr oder sagen wir immer weniger wird in der heutigen Zeit. Also viele setzen nur mehr auf technische Mittel oder machen andere konzeptionelle Projekte, da ist das sozusagen noch sehr stark gegeben. Ich würde ihn als einen der großen Meister, wenn man das so sagen darf, bezeichnen. Er ist nicht ein Star-Architekt mit den Allüren, wie man es im Negativen vielleicht immer wieder auch sieht, sondern ganz im Positiven der Architektur als Handwerk, als Kunst, als Werk betreibt, verfolgt seit Jahrzehnten. Er ist ja beinahe 80 Jahre alt und das ist eben das schöne Beispiel, dass man sieht, die konsequente Arbeit im Kontext zum Beispiel, jedes Gebäude steht in einem Kontext, bringt Früchte, die beachtet werden und die Bestand haben. Er zeichnet sehr viel, macht sehr viele Modelle, arbeitet selbst persönlich nicht mit dem Computer, aber hat ja ein Team um sich und genau dieses Arbeiten im Team ist dann der zweite wesentliche Aspekt, glaube ich, warum so eine Ausstellung hier für die Studierenden im Spital so interessant ist. Dass die Teambildung im Architektonischen über die Ingenieure, Baukonstruktion und so weiter geht und dann ein Werk entsteht. Die Kooperation zur FH gibt es schon länger und die ist eben intensiviert worden dadurch, dass der Jürgen Wiensberger Mitarbeiter eben von der FH bei uns im Vorstand ist und auch dadurch, dass ich eben sehr verwurzelt bin mit der FH Kärnten, weil ich da studiert habe. Vorher war es eben so, dass die Architekten noch ins Ausland gegangen sind oder halt, was heißt ins Ausland, in die Steiermark, nach Graz oder nach Wien und sind dann meistens nicht zurückgekommen. Und so ist eben die Möglichkeit da, dass man die Architektur in Kärnten stärkt, die Jungen fördert. Es sind eben auch viele Kärntner Architekten, die hier unterrichten und eben direkt, also es ist richtig direkt an der Basis, an der Wurzel werden die Probleme und Grundsätze eben besprochen und auch aktuelle Projekte in Kärnten gemacht und eben auch die Möglichkeit gegeben, dass sie da bleiben bei uns und dass eben was Eingeschlafenes wieder aufgeweckt wird.